Update Sport heute mit der Formel 1 in Spanien. Da gibt es eine wichtige News selbstverständlich dazu. Außerdem geht es um die Eishockey-WM für Deutschland. Schaut es nicht gut aus. Und in der Fußball-Bundesliga ist am letzten Spieltag etwas Historisches passiert. Der Hamburger SV, er wird zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesliga in die zweite Liga absteigen. Das alles jetzt hier bei Update Sport. Und damit herzlich willkommen zu Update Sport am heutigen Sonntag, dem 13. April, würde ich schon sagen, 13. Mai 2018 um 18 Uhr. Was ist denn hier los? Ja, wir haben, ich musste aus privaten Gründen die Sendung etwas verschieben. Sie wäre auch fast zum Ausfall gekommen. Und geradewegs bei solchen spannenden Themen, wie es heute in dieser Sendung gibt, wollte ich diese Sendung nicht ausfallen lassen. Es tut mir dann halt sehr, sehr leid, dass die Sendung erst 3 Stunden später kommt als geplant. Trotzdem, Sportnews gibt es jetzt und wir beginnen mit der Formel 1, die vor einer guten Stunde zu Ende gegangen ist und einen Sieger in Spanien rausgebracht hat. Lewis Hamilton hat es genutzt, nachdem es ja beim Qualifying sehr gut lief, geradewegs für beide Mercedes-Boliden, kann man ja sagen, hat nun Lewis Hamilton dann auch seinen nächsten Sieg geholt, seinen 64. insgesamt, kann man ja schon sagen. Und beziehungsweise, ja, der Mercedes-Pilot fuhr heute beim großen Preis von Barcelona nun seinem nächsten Sieg entgegen. Die News ist noch sehr frisch, muss man auch sagen. Platz 2 blieb auch bei einem Mercedes, also sprich ein Start- und Zielrennen für Mercedes. Valtteri Bottas, der Teamkollege von Lewis Hamilton, hat auch entsprechend dann ja, den Platz 2 halten können. Dritter wurde nicht wie beim Qualifying Sebastian Vettel, sondern Max Verstappen im Red Bull. Auch eine ganz besondere Sache. Sebastian Vettel selbst wurde entsprechend Vierter nach 5, ja, nach diesem Rennen und hat damit auch das Podium verpasst und damit auch die Aufholjagd sich ein bisschen schwerer gemacht in der WM-Wertung. Da liegt nämlich Lewis Hamilton nun mit 17 Zähler vorne. Vettel hat insgesamt 78 Punkte, denn in der virtuellen Safety-Car-Phase hat sich Sebastian Vettel etwas verschätzt und einen zusätzlichen Reifenwechsel vorgenommen. Der war dadurch auch von Platz 2 auf Platz 4 zurückgefallen. Wohl ein strategischer Fehler, den man da auch noch so sehen kann, und somit konnte er auch im letzten Drittel des Rennens das halt auch nicht richtig gut ausspielen mit den neuen Reifen. Auch aus anderer deutscher Sicht sah es nicht gut aus. Nico Hülkenberg hat direkt zum Rennstart einen schlimmen Fehler nämlich begangen, und zwar nämlich hat er mit seinem Renault in der ersten Runde nämlich einen unverschuldeten Unfall verursacht und schied damit auch entsprechend aus. Ja, damit ist das Rennen in Spanien auch so gut wie vorbei. Sebastian Vettel muss nun auch weiter kämpfen in der Formel 1 um weitere Punkte. Sehen wir dann, was das nächste Rennen bringt. Im Übrigen kann man auch nochmal sagen, dass die Formel 1, also der Inhaber der Formel 1, Liberty Media, nämlich nämlich endlich das Portal F1 TV gestartet hat. Auch etwas Besonderes. Kommen wir dann zu einem anderen Thema, dann von der Rennstrecke auf das glatte Eis und kommen zur Eishockey-WM. Und für Deutschland schaut es nicht gut aus. Nachdem man gegen Südkorea noch gut gewonnen hat, gegen den WM-Neuling, hat es gegen Lettland nicht gereicht. Ein 1:3 gegen die Letten, somit steht Deutschland vor dem Aus in der Eishockey-Weltmeisterschaft. Das sieht nicht gut aus. Marco Sturm auch suchte auch entsprechend nicht nach Ausrede nach dem Ende aller Hoffnungen nun für den Einzug ins Viertelfinale bei der WM. Interessierten den Eishockey-Bundestrainer die vielen Absagen seiner Olympiahelden von Pyeongchang im Winter, also im Februar diesen Jahres, auch nicht mehr so dolle. Es ist einfach Quatsch zu sagen, wir haben verloren, weil der eine oder andere nicht dabei war, sagte er dann auch selbst noch. Mit 10 verbliebenen Olympiasiegern ist er auch natürlich zur WM nach Dänemark gefahren. Das hat entsprechend nicht gereicht. Trotzdem, es gibt noch eine Chance für die deutsche
Eishockey-Nationalmannschaft, aber die ist so unwahrscheinlich, dass man eher wohl, glaube ich, vom Blitz getroffen wird oder dass man beim Flugzeugabsturz als einziger überlebt. Klingt ein bisschen brutal, was ich da jetzt sage, aber es ist auch wahrscheinlich so. Denn sollte Deutschland gegen Finnland und Kanada gewinnen, müsste Dänemark gegen Lettland verlieren, Kanada gegen Lettland nach Overtime oder Penalty-Schießen gewinnen. Und dann hätte Deutschland, Dänemark und Kanada nämlich jeweils 11 Punkte. Alle drei Nationen hätten 11 Punkte. Es kommt zu einem Dreiervergleich, wo Deutschland nämlich die bessere Chancen hätte. Das ist dann entsprechend halt leider auch geradewegs nicht so wahrscheinlich, dass das passieren wird. Trotzdem, 11 Wochen nach der Sensation in Pyeongchang in Südkorea sind nun die Überflieger hart auf dem Boden der Realität gelandet. 5 Punkte aus 5 Spielen. Die K.O.-Runde ist ganz weit zu holen. Heute Abend in gut 2 Stunden geht es dann noch Richtung Finnland, beziehungsweise gegen Finnland. Am Dienstag dann noch gegen den Rekord-Olympiasieger und Kanada um die letzten Weltranglistenpunkte. Der 5:1-Sieg der Finnen gegen Kanada nahm auch dann die deutschen Mannschaften die letzte reelle Hoffnung am Viertelfinale weg. Also würde auch oder hätte auch natürlich bedeutet, dass das leider dann nun auch nicht mehr so zu machen ist. Bedeutet, Deutschland steht vor dem WM aus. Es geht nur noch um gute Punkte, aber es ist schade drum, nach einer so guten Leistung in der bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang sieht es halt auch nicht mehr so gut aus. Ein bisschen schade drum, aber was soll man machen? Und gleich bei uns geht es um die Fußball-Bundesliga, ein hoffentlich ein bisschen ruhiger auch und ein bisschen länger, denn es geht um den Hamburger SV. Es ist wirklich passiert. Sie sind abgestiegen an diesem 34. Spieltag. Es ist gestern das letzte Spiel im Oberhaus der Fußball-Bundesliga gewesen. Darüber reden wir gleich. Jetzt gibt es erstmal wieder die News der Woche mit Cedric. Und wir beginnen mit der Fußball-Bundesliga, beziehungsweise mit Hannover 96. Hannover 96 Clubchef Martin Kind will seinen Antrag auf eine Ausnahmegenehmigung bei der 50+1-Regel diese oder spätestens nächste Woche wieder aktivieren. Da müsste das Präsidium der Deutschen Fußballliga entscheiden, ob der Unternehmer die Stimmenmehrheit bei den Niedersachsen übernehmen darf. Sollte sein Antrag abgelehnt werden, will Kind dagegen wieder klagen. Im Gegensatz zu anderen europäischen Top-Ligen dürfen Investoren in Deutschland die Mehrheit an einem Verein derzeit nur dann halten, wenn sie diesen mehr als 20 Jahre ununterbrochen und erheblich gefördert haben. In der Bundesliga gelten entsprechende Ausnahmen nur für Bayer Leverkusen, den VfL Wolfsburg und der TSG 1899 Hoffenheim. Die Deutsche Fußballliga hat eine Ausnahmeregelung für das Stadion des Zweitligisten Holstein Kiel abgelehnt. So muss Kiel im Fall eines Aufstieges in ein anderes Stadion ziehen. Das Stadion in Kiel hat nur Platz für 12.000 Zuschauer, die DFL verlangt 15.000 Plätze. 8.000 davon müssen Sitzplätze sein. Wir hoffen weiter, dass wir im Fall eines Aufstiegs unsere Heimspiele in Kiel austragen dürfen, sagte Holsteins kaufmännischer Geschäftsführer Wolfgang Schwenke. 34 Auswärtsspiele wären nach einem sensationellen Aufstieg ungerecht. Spätestens in der Saison 2019-20 werden das Holstein-Stadion durch den Neubau der Osttribüne über die erforderlichen Kapazitäten von 15.000 Plätzen verfügen. Das waren die News der Woche und jetzt sportlich zurück zu Wadi. Ja, 2 News heute nur, muss auch reichen. Deswegen vielen Dank, Cedric, für diese Meldung. Das können wir auch nochmal sagen und als gute Überleitung führen. Deswegen bereite ich mich auch geradewegs ein bisschen vor, damit ich dann auch so entsprechend sitzen kann. Wir kommen jetzt zur Fußball-Bundesliga. Jetzt hat sich mein Kabel wieder verhaddert. So, mal auch mal wieder die neue Kameraposition genießen. Ich habe nämlich währenddessen gestern ein bisschen umgeräumt, beziehungsweise auch ein bisschen was geändert. Wir kommen zur Fußball-Bundesliga und wir kommen zu einem historischen Moment. Der Hamburger SV ist zum ersten Mal in der Bundesliga-Geschichte, die fast 55 Jahre existiert, zum allerersten Mal abgestiegen. Das ist passiert, trotz eines Sieges gestern gegen Borussia Mönchengladbach hat es das Team von Christian Titz nicht geschafft, entsprechend es noch auf den Relegationsplatz zu führen, denn ein anderes Spiel, nämlich das von zwischen Wolfsburg und Köln, hätte nämlich für Köln gehen müssen. Wir kommen aber erstmal zum Spiel von Hamburg und Gladbach. Da ist nämlich ja trotz des 2:1-Sieges auch nun das ein bisschen Resthoffnung auch aufgegeben worden. Der HSV hatte nach einem Handelfmeter in der 11. Minute
dann zur 1:0 Führung gebracht. Josef Drimmitsch erzielte diesen schmeichelhaften, beziehungsweise Aaron Hunt hat den erzielt. Josef Drimmitsch erzielte dann den Ausgleich in der 28. Minute, eher Louis Holtby dann im zweiten Durchgang dann mit 2:1 für die Hanseaten in der 63. Minute getroffen hatte. Bobby Wood musste nach 71 Minuten gelb-rot vom Platz. Trotzdem in der Nachspielzeit gab es beziehungsweise kurz vor Schluss gab es einen bitteren Nachgeschmack indessen, denn da haben nämlich randalierte HSV-Anhänger nämlich auf der Nordtribüne quasi die Nordtribüne in schwarzen Rauch gehüllt. Rauchbomben und auch bengalische Feuer sind gezündet worden und die Polizei musste dann ein Großaufgebot losschicken, damit das Ganze sich noch beruhigen konnte. Später dann wurde das Spiel wieder angepfiffen, für ungefähr 15 Minuten wurde unterbrochen. Klar, dass man solche Vollidioten immer wieder hat. Trotzdem bitter ist es für den Hamburger SV zum ersten Mal überhaupt nach gut 1866 Spielen, nach 54 Jahren und 261 Tagen ist damit nämlich auch das letzte Gründungsmitglied der Fußball-Bundesliga, was ja jetzt quasi zur neuen Saison 55-Jähriges feiert, nun zum ersten Mal abgestiegen. Klar, der Direktaufstieg soll direkt sofort passieren. Was passiert nun mit dem Dino? Was passiert als Maskottchen natürlich? Was passiert mit der Uhr? Mit der Uhr steht schon fest, was passiert. Da hat man nämlich einfach nicht mehr die Zugehörigkeit der ersten Bundesliga reingemacht, sondern wann man existiert. Und das schon seit einer gewissen Zeit. Für den Abstieg verantwortlich ist ja quasi nun der VfL Wolfsburg. Man hat gegen den 1. FC Köln zu Hause sehr gut mit 4:1 gesiegt. Für Köln ging es um nichts mehr, denn da stand schon seit einigen Spieltagen fest, dass Köln ebenfalls in die zweite Bundesliga geht. Damit müssen nun die Wolfsburger aber nun in die Relegation und das zum zweiten Mal hintereinander. Nun wartet Holstein Kiel nämlich entsprechend in der Relegation, die nun wahrscheinlich, und da haben wir dann auch die News der Woche her, nun in der nächsten Saison, für wenn sie aufsteigen sollten und gegen Wolfsburg gewinnen. Beide Spiele natürlich, oder halt auch je nachdem, sollte das Ganze dann auch woanders stattfinden, und nicht theoretisch im Volksparkstadion. Da müsste man aber sehen, wie das ablaufen wird. Kommen wir zum Spiel zwischen Wolfsburg und Köln nach nicht mal einer Minute, nämlich nach 42 Sekunden, nämlich hat Joshua Gialovigi mit einem platzierten Flachschuss nämlich erfolgreich nämlich das 1:0 für die Wölfe geschossen. Den Ausgleich sorgte nämlich dann FC-Kapitän Jonas Hector, der bei den Kölnern ja entsprechend den Vertrag verlängert hat, mit einem Lupfer in der 32. Minute. Zum zweiten Mal in Führung gingen dann die Platzherren in der 54. Minute durch Djovic Ogiri mit einem Konter, den er dann erfolgreich auch abschoss. Schiedsrichter Marco Schmidt gab den Treffer nach Kontakt mit der Videozentrale entsprechend in Köln, sprich der Videobeweis musste auch hierher. VfL-Innenverteidiger Robin Knoche erhöhte dann in der 71. Minute dann noch einmal, bevor dann Brekalo in der 91. Minute, sprich in der 90+1, dann für den Endstand von 4:1 sorgte und damit dann auch den sicheren Platz in der Relegation beziehungsweise dann auch den Abstieg des Hamburger SV dann auch brachte. Kommen wir damit dann zu den Ergebnissen vom gestrigen Samstag. Die schauen im Überblick folgendermaßen aus. Die TSG schnappt sich den direkten Champions League Platz mit einem 3:1 gegen Dortmund. Dortmund hat auch noch Chancen, dazu gleich mehr. Freiburg gegen Augsburg 2:0. Freiburg bleibt in der ersten Fußball-Bundesliga. Hamburg gegen Gladbach. Trotz des Sieges steigt Hamburg mit 2:1 trotzdem ab. Wolfsburg gegen Köln. Hier steht auch 2:1. Ich meinte 4:1. Da haben wir einen kleinen technischen Fehler gehabt. Entschuldigung deswegen. Schalke revanchiert sich gegen Frankfurt nach dem Pokal aus mit 1:0. Bayern verliert das letzte Bundesligaspiel unter Jupp Heynckes in dieser Saison mit 1:4. Kommen wir dann zu den zweiten Spielen, die folgendermaßen ausschauen. Leverkusen gegen Hannover 3:2. Auch wenn Leverkusen so viele Tore geschossen hat, es reicht nur für die Europa League, denn Leverkusen hätte mit mindestens 6 Toren plus noch die Champions League holen können. Dortmund ebenfalls in der Königsklasse, nämlich der Champions League. Hertha gegen Leipzig. Hertha kriegt eine Klatsche von Leipzig 2:6. Am Ende stand es dann und somit kann Leipzig ebenfalls für die Europa League planen. Mainz gegen Bremen, hier hat Bremen mit 2:1 gewonnen. Blicken wir auf die Tabelle des nach nun 34 Spieltagen und damit ist das die Abschlusstabelle der Fußball-Bundesliga-Saison 2017-2018.
Deutscher Meister ist der FC Bayern München mit 84 Punkten. Dicht gefolgt mit 21 Punkten, das heißt dicht gefolgt, kommt der FC Schalke 04 mit einer hervorragenden Saison, der ersten Saison unter Domenico Tedesco, mit 63 Punkten. Die TSG 1899 Hoffenheim kommt durch den Sieg auf 55 Punkte auf den dritten Platz, ebenso punktgleich Dortmund und Leverkusen. Dortmund aber durch die bessere Tordifferenz von 9, mit der Tordifferenz von plus 17, Entschuldigung, hier steht es, nun somit auf dem vierten Platz und somit auch einen direkten Champions League Platz sicher. Das gilt nämlich ab dieser Saison bzw. seit diesem Jahr, dass es nun 4 direkte Champions League Plätze für die Bundesliga gibt. Leverkusen somit dann Europa League, Leipzig entweder Qualifikation oder direkte Teilnahme, das hängt vom DFB-Pokalfinale ab. Stuttgart nun durch den Sieg von den Münchnern hat nun die Chance auf den auf die Europa League. Es hängt vom Pokalfinale ab. Gewinnt Bayern, ist Stuttgart dabei. Gewinnt Eintracht Frankfurt, sind die dann entsprechend dabei, die nämlich auf Platz 8 sind durch die Niederlage vom FC Schalke 04. Gladbach auf 9, keine internationale Spiele diese Saison, Hertha auf 10. Bremen konnte sich nochmal ein bisschen bessern auf 11, Augsburg auf 12, bleiben auch drin, Hannover auf 13, bleiben ebenfalls drin. Mainz ist schon seit dem vorletzten Spieltag gerettet gewesen auf 14, Freiburg auf 15. Wolfsburg muss in die Relegation gegen Holstein Kiel, dem dritten der zweiten Bundesliga. Hamburg zum allerersten Mal in der Bundesliga-Geschichte abgestiegen und ebenfalls auch der erste FC Köln. Das ist damit dann die Bundesliga-Saison 2017-2018 gewesen. Damit ist diese Saison vorbei. Ende August gibt es dann weiter. Ja, und damit sind wir auch am Ende und ich würde gerne von euch wissen, was ihr dazu sagt, was ihr zu diesem Bundesliga-Finale halt auch sagt. Klar, es gibt wahrscheinlich viele HSV-Fans, die dann halt auch hier zugucken wollten, beziehungsweise das Spiel gesehen haben und sich wahrscheinlich für diese Idioten geschämt haben. Trotzdem, es ist ein bisschen bitter, das Ganze halt auch nochmal zu sehen und trotzdem, Hamburg wird irgendwann wiederkommen in die erste Bundesliga und da warten wir wahrscheinlich schon über nächste Saison. Somit sind wir dann auch am Ende von einer recht späten Update-Sport-Sendung heute ausnahmsweise. Aus privaten Gründen musste ich nämlich diese Sendung um 3 Stunden verschieben. Deswegen ist sie kurzfristig dann halt auch erst heute um 18 Uhr erschienen. Tut mir aber auch ein bisschen sehr leid. Nächste Woche wird es entsprechend, weil Pfingsten ist, keine Update-Sport-Sendung geben. Das heißt, in 14 Tagen wird es aber auch entsprechend die letzte Update-Sport-Sendung vor der WM geben. Denn ab dem 3. Juni gibt es dann hier sonntags bis zum 15. Juli. Das ist dann die letzte Ausgabe des WM-Updates und da werden wir euch dann in 14 Tagen noch einmal darüber informieren. Außerdem gibt es nächste Woche keine Infoformate. Die gehen in die Pfingstpause. Ja, auch wegen privater Gründe musste ich jetzt die Formate kurzfristig in die Pause schicken. Für die, die heute die Socials gesehen haben, da habe ich schon eine Grafik veröffentlicht. Die habe ich wieder offline genommen, weil es nun halt sein musste, weil ich nun entsprechend umplanen musste, deswegen wenn ihr dieses Video dann wahrscheinlich schon seht, ist dann die Grafik schon online. Also ich kann nur so viel sagen, ab übernächster Woche dann gibt es wieder alle Formate, dann auch wieder ausführlich. Aber nicht ganz, denn am kommenden Dienstag gibt es zum letzten Mal Gameboy Time vor der Sommerpause. Dann wird nämlich der Dienstagslot ab übernächste Woche frei und der wird dann auch erstmal über den Sommer hinweg bis August, Anfang August, Ende Juli dann noch frei bleiben. Dazu dann am Dienstag bei Gameboy Time mehr. Derweil wünsche ich euch dann noch frohe Pfingsttage. Das war's dann von Update Sport für diese Woche. In 14 Tagen geht's dann hier weiter mit Update Sport. Erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in 14 Tagen wieder oder morgen schon bei Pokémon oder am Dienstag bei Gameboy Time. Bis dahin.